Donnerstagabend, 19.30 Uhr, da sind wir wieder mit der Hessenschau. Hallo und herzlich willkommen. Das sind heute unsere Themen. Zum Weltkinderkrebstag werfen wir einen spannenden Blick in ein Frankfurter Forschungslabor und sprechen über die aktuellen Entwicklungen. Hessens Tor zur Welt feiert runden Geburtstag. Der Frankfurter Flughafen wird 100 Jahre alt. Wir werfen einen Blick in die Geschichte. Und wir beschäftigen uns heute noch mal ausführlicher mit dem politischen Aschermittwoch der AfD. Gestern haben wir es schon kurz gemeldet. Es gab Proteste gegen die Veranstaltung in Rödermark und eigentlich wollte die Stadt die Veranstaltung sogar verbieten. Das ist aber vorm Verwaltungsgericht gescheitert. Und so haben wir die Chance jetzt gehabt, mal genau hinzuhören, was so gedacht wird in den Reihen der AfD. Ihre Spitzenpolitiker waren ja zuletzt bemüht, das Thema Vertreibung von Einwanderern herunterzuspielen. Das sei keine offizielle Parteilinie. Die Demonstranten hat das gestern nicht überzeugt. Zu Recht, wie wir gleich sehen werden. Alle zusammen gegen die Faschisten! Draußen empörte Bürger. Drinnen bayerische Bierlaune bei der AfD. In Rödermark protestierten gestern Abend 1200 Menschen gegen den politischen Aschermittwoch der AfD, verteilt auf zwei Plätze. Vor der Kulturhalle und dahinter am Rathausplatz. Unterschiedliche Gruppen riefen zur Demo: Wir sind Brandmauer, so ein Motto hier. Dass man jetzt endlich mal zeigt, Lautstärke zeigt und Präsenz zeigt und eben sagt, so nicht. Wir sind Deutschland und nicht die. Weil die AfD nicht demokratisch ist. Die nutzt demokratische Rechte, um genau die Demokratie abzuschaffen. Nach der Sache da in Potsdam, das war nur so ein Impuls. Und der Impuls, der hat genützt, um Leute vom Sofa zu holen, hier zur Demo zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Alle Tische sind im Saal besetzt. 250 Besucher. Sehr viele kommen aus anderen Bundesländern. Die AfD schimpft über vermeintliche Fake News beim Migrationsthema, fühlt sich falsch verstanden. Und Andreas Lichert, hessischer Landessprecher, teilt aus. Wir müssen niemanden überzeugen. Diese Massenidiotie, die hier stattfindet, bleibt Idiotie, ganz egal, wie groß die Masse ist. Und deswegen müssen wir nur mutig unsere Fahne hissen. Im Saal viele Mitglieder der jungen Alternativen, die der Verfassungsschutz beobachtet und die Gerichte als gesichert rechtsextrem und also antidemokratisch einstufen. Ihr Landeschef Dominik Asch provoziert nebenbei das Protestpublikum. Andere machen noch Selfies und die meisten von ihnen wollen nicht mit uns reden. Ihnen gebe ich keine Auskunft. Warum nicht? Sind Sie doch Gast? H3, ne? Ja. Hat sich erledigt. Nein. Nein? Nein. Kein Kommentar. Anstatt sich miteinander zu unterhalten, wird lieber geschrien und dem anderen Faschismus vorgeworfen, was kompletter Irrsinn ist. Ein Redner, der gern sehr radikale Positionen vertritt, ist auch eingeladen, Matthias Helfferich. Der fraktionslose Bundestagsabgeordnete hat sich schon selbst als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Auch seine Rede wird hier oft von Tusch und einem Schnipsel des Techno-Titels L'amour toujours unterbrochen. Ich bin froh, dass ihr alle den Liedtext vergessen habt. Ja. Also. Das Publikum versteht jedes Mal die Anspielung. Musik, bei der an einigen Orten Rechtsextreme in Diskotheken Zeilen singen wie diese: Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und zum Konzept von Rückführungen sagt Helfferich vor Ort: Wer es gut mit Deutschland meint, der fordert eben Remigration, millionenfache Remigration, liebe Freunde. Bundesweit gibt es etwa 51.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge ohne Duldung. Wer Millionen sagt, meint wohl auch andere Migranten. Den Beteuerungen der AfD, das sei nicht die offizielle Position, glauben hier die Protestierenden, die bis zum späten Abend ausharren, draußen nicht. Seit gestern ist Fastenzeit und viele verzichten bis Ostern auf irgendwas. Beliebt sind ja Alkohol oder Süßigkeiten. Gestern haben wir gelernt, man kann auch aufs Jammern verzichten. Aber es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Autofahren einschränken, bewusster konsumieren, nachhaltig. Klimafasten nennt man das dann. Und das geht jetzt auch mit einer App, ganz spielerisch, Punkte sammeln im Wettstreit mit anderen.
Ulrike Theiß macht mit beim Klimafasten. Das, mit dem sie heute punkten will, müsste noch im Kleiderschrank hängen. Und ja, da ist es. Ein Kleid. Was das Kleid mit Klimafasten zu tun hat? Ich habe mit dem Fusselrasierer ein Loch hier reingeschnitten und das ist mein Lieblingskleid. Und ja, ich ziehe das gerne an und damit ich es nicht wegwerfen muss, stopfe ich das jetzt. Reparieren statt wegschmeißen und neu kaufen. Das ist nachhaltig, hilft dem Klima und ist deshalb eine der Challenges, also eine der Aufgaben beim Klimafasten. Jetzt mit App. Für jede bestandene Challenge gibt's Punkte. Meine Challenge heute war ganz machen. Dafür bekomme ich 20 Punkte. Und die hole ich mir jetzt. Jagd auf die Punkte macht sie aber nicht allein. Die Familie macht mit. Vater und Tochter sortieren aus, was sie nicht brauchen, zum Verschenken, damit's andere nutzen. Für uns als Familie war es schon immer wichtig, auch zu vermitteln unseren beiden Kindern, dass man für das Klima auch etwas tun muss. Fasten fürs Klima, das ist eine Idee der evangelischen und katholischen Kirche. Die Bewahrung der Schöpfung von jeher ein zentrales Thema. Unsere Verantwortung als Menschen in dieser Welt, eben für die Schöpfung einzustehen, jetzt sich in der Fastenzeit besonders anbietet, weil es eben um Verzicht geht zugunsten einer anderen Sache. Dass Klimafasten jetzt auch via App geht, dafür hat er gesorgt. Konrad Licht aus Wiesbaden hat die Klimaschutz-App Hope entwickelt und das Klimafasten als Extra-Event für die Kirche dazugepackt. Einfach registrieren und los geht's. Das ist ein neuer Ansatz der Kommunikation. Er setzt auf etwas anderes als jetzt vor der Kanzel stehen und zu predigen, sondern er setzt auf Interaktion und auf Spaß und auf Erleben und Entdecken. Jede Woche gibt's neue Challenges, zum Beispiel weniger Fleisch essen, weil bei der Herstellung von Fleisch viele schädliche Klimagase entstehen. Dafür soll mehr Gemüse auf den Teller. Oder nicht so viel Auto fahren, sondern lieber den Bus oder das Fahrrad nehmen. Oder gleich laufen. Sie machen erstmal die aktuelle Challenge fertig. Und was hast du gefunden? Das T-Shirt. Ach ja, das ist gut. Zwei Stück habe ich gefunden. Kann ich aussortieren. Der Anfang ist gemacht. Jetzt heißt's Punkte sichern auf der App. Wer zum Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt. So, dann gucken wir doch mal, wie viele Punkte wir bekommen für heute. 10 Punkte für Secondhand. Okay, ich bekomme 20 Punkte für ganz machen. Und ich dann auch 10 Punkte für Secondhand. Super, dann. Erste Challenge bestanden. Sehr gut. Bis Ostern, so lange dauert das Klimafasten, kommen aber noch viele Aufgaben. Ja, und wie das dann alles gelaufen ist, das schauen wir uns kurz vor Ostern natürlich nochmal an. Es gab heute eine Razzia gegen rechts in Hessen, die Nachrichten mit Martin Wirsing. Die Polizei hat in Frankfurt, Kassel und mehreren Landkreisen 10 Wohnungen durchsucht. Dabei seien Computer, Handys und mehrere Messer sichergestellt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt nun gegen eine 59-jährige Frau und 10 Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren. Ihnen wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen. Festgenommen wurde aber niemand. Zuerst war es die estnische Premierministerin, nun hat es auch ein hessischer Politiker auf die vermeintliche Fahndungsliste des russischen Präsidenten Putin geschafft. Michael Rubin, gebürtiger Weißrusse und FDP-Politiker aus Frankfurt, zeigte sich schockiert und befürchtet, dass sich das auf künftige Reisen von ihm auswirken könnte. Rubin hat in Frankfurt verschiedene Protestaktionen gegen Russland organisiert. Auf der Fahndungsliste wird er als besonders gefährlicher gesuchter Verbrecher eingestuft. Ausführungen zu den angeblichen Verbrechen gibt es allerdings keine. Wegen eines Verfahrensfehlers hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen einen ehemaligen Jugendfußballtrainer des SVW in Wiesbaden teilweise aufgehoben. Der Mann war wegen sexuellen Missbrauchs in 69 Fällen verurteilt worden. Der Grund? Das Landgericht Frankfurt hatte an einem Hauptverhandlungstag die Öffentlichkeit bei dem Prozess nach der Vernehmung eines Opfers nicht mehr zugelassen. Das war aber nicht rechtens. Nun muss eine andere Jugendschutzkammer des Landgerichts unter anderem über die Gesamtstrafe und die mögliche anschließende Sicherungsverwahrung neu entscheiden. Statt zur Frühschicht gehen sie heute Morgen und auch morgen auf die Straße. Die Beschäftigten der Wicker-Gruppe, die Reha-Kliniken betreibt, sind im Warnstreik, wie hier in Bad Zwesten im Schwalm-Eder-Kreis. Auch an anderen Standorten wie in Kassel, Bad Wildungen oder Bad Homburg wird sehr kreativ gestreikt. Durch den Ausstand kommt es in den Kliniken zum Notbetrieb. Behandlungen fallen aus.
Auch nach einem ersten Warnstreik Ende Januar gibt es keine Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi geht nun in die nächste Runde und fordert, dass sich das Unternehmen gesprächsbereit zeigt. Das verweigert die Geschäftsführung der Wicker-Gruppe bislang. Das Glas der Vernunft geht in diesem Jahr an die Autorin und Publizistin Caroline Emke. Die Kasseler Bürgerschaft ehrt sie mit diesem Preis für ihre Bücher, Essays und Reportagen. Sie setze sich gegen Hass und Gewalt ein, heißt es in der Begründung. Der Preis wird am 29. September in Kassel vergeben. Und das war's von den Nachrichten. Jetzt weiter mit dir, Andreas. Die gelbe Schleife, die wir gleich hier sehen, die steht für den heutigen Weltkinderkrebstag. Das Thema geht ans Herz. Wenn Kinder an dieser schlimmen Krankheit erkranken, die manchmal noch so klein sind, dass sie gar nicht verstehen können, was da mit ihnen passiert. Auch wenn die Heilungschancen für viele der kleinen Patienten heute sehr gut sind, ist die Behandlung oft eine große Belastung für die ganze Familie. Wir waren auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Gießen. Connor kennt sich hier aus, auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Gießen. Er ist 4 Jahre alt, er weiß, dass er Krebs hat und dass die Chemotherapie, die er bekommt, sein muss. Das haben ihm seine Eltern gleich erklärt. Wir waren transparent von Anfang an. Wir haben gesagt, dass er einen Tumor im Kopf hat, also einen Ball. Wir haben es ihm auch mit Bildern erklärt. Wir haben es kindgerecht gemacht, mit Büchern auch für Kinder geschrieben, extra über diese Krankheit, Krebs. Der Tumor ist rausoperiert, war bösartig. Chefarzt Dieter Körholz behandelt Connor, seit er die Diagnose bekommen hat. Connor ist 2 bis 3 Mal pro Woche hier, im Moment stationär wegen der Chemo. So kleine Kinder sind besondere Patienten, aber wir behandeln die Kinder ganz normal. Wir thematisieren, dass sie Krebs haben, aber wir machen aus der Diagnose Krebs kein Drama, weil die meisten Patienten gesund werden und wir möchten, dass die Patienten ihr normales Leben, soweit es geht, weiterführen, trotz Therapie. Auch Connors Eltern mussten mit der Diagnose zurechtkommen. An Krebs haben sie erst mal nicht gedacht. Er ist Laufrad gefahren und wenn er so um die Kurve wollte, hat er auf das Gleichgewicht verloren, ist dann umgekippt. Er wollte zum Beispiel Fußball spielen und hat den Ball gar nicht getroffen. Also der Ball war wirklich vor ihm, hat dann auch immer hier mit dem rechten Bein ausgeholt und wollte immer treffen und es hat nicht geklappt. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen, weil wir eigentlich damit überhaupt nicht gerechnet hätten. Also er ist ein gesundes Kind gewesen. Laut Klinik können über 80% der Kinder inzwischen geheilt werden. Aber dem Chefarzt fehlt Personal. Das bedeutet, dass die medizinische Versorgung sichergestellt ist, aber die menschliche Zuwendung, die auch ganz notwendig ist, für die ist oft nicht genug Zeit. Und das bedeutet dann, dass die Patienten an der einen oder anderen Stelle mit ihren Sorgen alleine sind. Silvana Zimmer trägt heute die gelbe Schleife, die an den Kinderkrebstag erinnern soll. Wir finden, Kinderkrebs sollte kein Tabuthema sein. Man sollte offen und ehrlich darüber reden, weil ich auch einfach denke, dieser Tag ist so wichtig, das allen ins Bewusstsein zu rufen. Nicht nur den Eltern, sondern auch den Ärzten. Zumindest haben Eltern und Kinder heute mehr Grund, Hoffnung zu haben, als noch vor einigen Jahren. Und wir sprechen noch mal über die aktuelle Situation und vor allem auch die Perspektiven mit Professor Dieter Körholz. Wir haben ihn eben schon kurz im Film gesehen. Er ist Kinderkrebsarzt und Chefarzt am Uniklinikum Gießen. Herr Körholz, wie gut sind denn die Heilungschancen mittlerweile bei unterschiedlichen Krebsarten? Also das reicht zwischen 0 und nahezu 100%. Im Durchschnitt kann man sagen, wenn man das auf die Patienten bezieht, 80 bis 90% der Patienten werden wieder gesund. Das ist ein tolles Ergebnis, wenn man das mit früher vergleicht. Sie haben im Film aber eben schon angedeutet, dass es vor allem bei der Betreuung fehlt. Warum wäre es wichtig, dass man daran etwas ändert? Die Medizin wird immer komplexer und je komplexer die Behandlung wird, desto mehr Zeit braucht man für eine sachgerechte Aufklärung. Und da fehlt es manchmal an der Zeit. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Krebstherapie bei Kindern? Das reicht von einigen Wochen bis zu 1,5 Jahren. Und das ist natürlich dann auch eine große Belastung für die ganze Familie.
Das ist eine extreme Belastung, vor allen Dingen, wenn die Therapie länger dauert. Und man muss sich vorstellen, zu Beginn der Behandlung ändert sich das komplette Leben von einem Tag auf den anderen. Nicht nur, dass das Kind lebensbedrohlich erkrankt ist, sondern auch die hohen Belastungen durch häufige stationäre Aufenthalte und ambulante Vorstellungen sind eine extreme Belastung für die gesamte Familie. Wir sprechen gleich nochmal miteinander, schauen aber erst nochmal in die Forschung. Die Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder beschäftigt Ärzte und Biologen, die an Krebszellen forschen, um Chemotherapien zielgerichtet einsetzen und verbessern zu können. Davon profitieren nicht nur die an Krebs erkrankten Kinder. Wir haben mal einen Blick in die Labore geworfen. Ein Kellerraum in der Nähe der Frankfurter Uniklinik. Florian Rothweiler zeigt uns den Schatz der Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder. Zwei Kryotanks mit resistenten Krebszellen. Eingefroren mit Stickstoff bei minus 180 Grad. Jede Zelllinie zu adaptieren dauert im Schnitt ein Jahr. Wir haben aktuell über 2700 resistente Tumorzellen hier in diesen Tanks. Das heißt, rechnerisch haben wir 2700 Jahre Arbeit investiert. Und diese Sammlung ist die größte ihrer Art weltweit. In den Laborräumen der Stiftung gibt es 60 Arbeitsplätze für 12 eigene Mitarbeiter sowie Wissenschaftler und Doktoranden anderer Forschungseinrichtungen aus Frankfurt, aber auch aus dem Ausland. In solchen Brutkästen werden Krebszellen über Monate aufbewahrt und einmal die Woche mit kleinen Mengen von Chemomedikamenten resistent, also unempfindlich gemacht. Dabei schauen die Forscher, wie verhalten sich die Zellen und womit kann man sie dann noch ausschalten. Man hat in den Jahrzehnten der Tumorforschung gelernt, dass Krebs eine sehr individuelle Krankheit ist. Jeder Patient reagiert anders, jeder Patient hat andere Veränderungen in seinem Tumor. Und uns geht es genau um diese spezifischen Veränderungen, die passgenauen Veränderungen zu finden. Und als Modell dienen uns dafür die resistenten Zellen, dass wir diese Veränderungen feststellen können, dass wir sie untersuchen können und dass wir dann Rückschlüsse ziehen können, wenn die Veränderung vorliegt, wirkt die Therapie entweder besser oder sie wirkt gar nicht. Und dann kann man die Therapie dem Patienten auch ersparen. Die Stiftung feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Angetrieben von der Kinderkrebsforschung profitieren auch Erwachsene. Zu den großen Fortschritten, die in den letzten Jahrzehnten bei der Behandlung von Krebs erzielt werden konnten, hat die Stiftung einen wesentlichen Beitrag geleistet. Aber jeder, der hier arbeitet, weiß, der Kampf gegen Krebs geht über viele Runden. Man braucht einen langen Atem, sagt Eva Wagner. Sie arbeitet hier als medizinisch-technische Assistentin. Ich wollte schon immer in die Krebsforschung, einfach weil es eine so sinnvolle und wichtige Arbeit ist und man vielleicht auch einfach nur den Krebspatienten ein kleines Stück weiterhelfen kann, dass sie nicht so sehr leiden müssen. Das ist perfekt, das ist super. Guck mal, man sieht jetzt auch hier, dass wirklich das Zytoplasma kann man sehr schön sehen. Die neueste Errungenschaft der Stiftung, ein mit künstlicher Intelligenz unterstütztes digitales Mikroskop. Kostet mehrere hunderttausend Euro. Damit kann man in Zellen reinschauen, die Veränderungen dokumentieren und auswerten. Durch die Zellen und die Auswertung mit dieser Software und diesem System ermöglicht es uns zu verstehen, wie diese Zellen funktionieren, wie sie ticken. Und wir können dadurch erkennen, welche Medikamente welche Auswirkungen auf die einzelnen Zellen haben. Also wir unterscheiden Zellen, die resistent sind, die auf ein Medikament nicht reagieren und Zellen, die auf ein Medikament reagieren können. Und das hilft uns, eine Aussage zu treffen, welche Therapeutika vielleicht in der Klinik irgendwann eine wirkliche Wirkung haben. In Deutschland werden nur Forschungsprojekte staatlich gefördert, die eine konkrete These verfolgen. Die Frankfurter Stiftung muss deswegen für ihre Grundlagenforschung den Großteil ihres Jahresbudgets von 3 Millionen Euro aus eigener Kraft aufbringen. Nur ein kleiner Teil kommt aus den Erträgen des Stiftungsvermögens. Der Großteil sind Spenden. Es ist Betteln auf hohem Niveau, nichts anderes. Das heißt, Leute begeistern, informieren über die Erfolge. Auf dem Weg, als vor 30 Jahren noch 80% der Kinder gestorben sind, sind wir heute bei nur noch 20. Heißt, wir heilen 80, um es positiv zu sagen. Und wir wollen weiter begeistern. Das treibt uns an, das ist unsere Leidenschaft, hin auf dem Weg zur 100% Heilung. Um dieses Ziel zu erreichen, teilt die Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder ihren einmaligen Schatz. Zurzeit mit 120 Forschern und Pharmaunternehmen in aller Welt. In solchen Boxen mit Trockeneis werden die resistenten Krebszellen mit der Post verschickt. Tiefgefrorenes im Kampf gegen Krebs.
Und wir sprechen zum Weltkinderkrebstag nochmal mit Professor Dieter Körholz, Kinderkrebsarzt am Uniklinikum Gießen. Herr Körholz, wir haben gehört, es hat große Fortschritte gegeben bei der erfolgreichen Behandlung. Was ist denn in Zukunft noch zu erwarten? Immuntherapie ist zum Beispiel so ein Hoffnungsträger, aber auch von künstlicher Intelligenz versprechen sich einige ja große Fortschritte. Immuntherapie ist in der derzeit schon in vielen Krebsarten eingeführt. Die Zukunft wird aber auch darin gehen, dass man gezielt die genetischen Veränderungen mit sogenannter zielgerichteter Therapie angeht. Da laufen derzeit die ersten Studien auch bei Kindern und die sind wirklich sehr hoffnungsfroh. Was glauben Sie, kann man einen Zeitrahmen abstecken, wie schnell wir uns den 100% nähern werden? Das Problem ist, dass wir bei den Studien immer eine relativ lange Zeit brauchen, bis wir Ergebnisse haben. Ungefähr so 3 bis 5 Jahre, bis man Ergebnisse hat pro Studie. Also ich würde mal sagen, über einen Zeitraum von 20 Jahren wird man nochmal zu einer deutlichen Verbesserung kommen. Und die Hoffnung ist, dass wir am Ende alle Kinder heilen können. Wir haben eben im Film gehört, wie wichtig Spenden sind für die Frankfurter Kinderkrebsstiftung zum Beispiel. Aber auch Elternhäuser, auch bei Ihnen an der Klinik wird viel durch Spenden finanziert. Wie wichtig ist das? Ohne Spenden könnten wir unsere Forschungsarbeit praktisch nicht machen. Wir werden zwar auch von der Deutschen Kinderkrebsstiftung und der Deutschen Krebshilfe finanziert, aber wir müssen natürlich erstmal sozusagen das Risikokapital aus den Spenden holen, weil man von den großen nationalen Förderorganisationen erst dann etwas bekommt, wenn man auch Ergebnisse vorweisen kann. Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg bei der weiteren Forschung und bei der Therapie Ihrer kleinen Patienten. Vielen Dank, Professor Dieter Körholz, Chefarzt am Uniklinikum Gießen. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir am späten Nachmittag aufgezeichnet. Auch auf dem Land ist die Zeit nicht stehen geblieben, klar. Aber es ist ja auch schön, wenn alte Traditionen erhalten bleiben. In unseren dollen Dörfern sehen wir beides, Tradition und Moderne. Unser Kollege Jochen Schmidt fährt diese Woche raus. Jochen, im Moment sind es immer noch 12 Grad. Erwarten wir da morgen einen Frühlingsfilm? Ich bin jetzt heute nicht beim Wetter, aber sag doch mal ehrlich, war es 12 Grad. Ne? Gerade kam Kranich hier durch. Das war ja wenigstens mal Temperatur mit Ton. Aber so richtig Frühling haben wir ja auch noch nicht. Es soll morgen ein bisschen usselig werden zwischendrin, aber das hängt natürlich davon ab, wo wir hinfahren. Ne? Und da gibt es ja Unterschiede zwischen der Weser und der Rhön, weil das sind so die Entfernungen, die wir hätten. Gucken wir mal, wo es hingeht. Es geht nach Hachborn in Ebsdorfer Grund, liegt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, hat 1100 Klatsch Einwohner gehabt, jedenfalls damals bei der Kommunalreform. Ja, jetzt gucken wir mal, wie viele jetzt da sind. Liebe Leute in Hachborn, ruft uns bitte an. Hier in Kassel 0561 31040 oder auf dem Handy 0171 2230 715. Da können wir uns verabreden, wo wir uns heute Abend treffen. Ja, kommt gut hin, Jochen. Viel Spaß morgen und wir freuen uns dann auf einen schönen Film am Samstag. Tschüss. Der Frankfurter Flughafen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Tor zur Welt. Einer der großen Arbeitgeber, sein Ausbau lange umstritten, aber der Flughafen fasziniert. Das sehen wir an der positiven Resonanz, die unsere Flughafenreihe mittendrin in unserem Abendprogramm findet. Es ist halt der Traum vom Fliegen und wer könnte beim Anblick einer solchen Super Constellation nicht ins Schwärmen geraten? Also, Happy Birthday. Der Frankfurter Flughafen, Hessens Tor zur Welt. Zum 100. Geburtstag des Flughafenbetreibers kommen prominente Gäste. Ex-Ministerpräsident Roland Koch und die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth gratulieren. Beide früher im Aufsichtsrat von Fraport. Der Flughafen Frankfurt ist für die beiden das Aushängeschild der Region. Was sicher 1924 niemand gedacht hat, weil es da ein reiner Verkehrsknotenpunkt war, ist, dass der Frankfurter Flughafen für diese Region und für diese Stadt zum letztlich entscheidenden Wirtschaftsfaktor geworden ist. Man kennt in der Welt Frankfurt wegen des Flughafens. Frankfurt ist in Amerika bekannter als das Land Hessen. Das habe ich selbst erlebt. Dabei hat vor 100 Jahren alles ganz klein angefangen. 1924 gründet sich die Urvorgängergesellschaft des Flughafenbetreibers Fraport. Vom Flugplatz am Rebstock starten 2 Jahre später die ersten internationalen Flieger nach London, Paris oder Wien.
In der NS-Zeit zieht der Flughafen an seinen heutigen Standort. Seit den 60er Jahren nimmt der Flugverkehr in Frankfurt dann langsam Fahrt auf. Wie erfolgreich der Flughafen einmal werden würde, stand noch in den Sternen. Und selbst vor 60 Jahren war noch vollkommen unklar, ob das wirklich ein Hub wird und ob das diese Bedeutung bekommt. Das ist dann erst in der Nachkriegszeit entstanden, durch Entscheidungen wie zum Beispiel die Lufthansa-Basis hier am Standort, durch die Entscheidung der Lufthansa, sich dann hier mit ihrem Hub auch niederzulassen. Seit den 80er Jahren nimmt die Kritik gegen den Frankfurter Flughafen zu. Erst der Protest gegen den Ausbau der Startbahn West. Im neuen Jahrtausend dann die Proteste gegen Fluglärm. Der Flughafen ist nicht für jeden in Hessen eine Erfolgsgeschichte. Das bekommt Fraport zu spüren. Für uns ist die Akzeptanz in der Region absolut zentral. Und wir werden uns immer darum kümmern müssen, und das könnte ich auch jedem meiner Nachfolger irgendwann nur ins Stammbuch schreiben, du musst die Akzeptanz in der Region erhalten, du musst für die Region arbeiten. Bei all den Herausforderungen, die du als Wirtschaftsunternehmen hast, ertragreich zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten, ist immer ganz zentral, die Akzeptanz in der Region zu erhalten, mit all den Maßnahmen, die dafür notwendig sind. Und es gilt eben auch, die Belastung ernst zu nehmen und ernsthaft an diesen Themen zu arbeiten. 100 Jahre kommerzieller Flugverkehr in Frankfurt. Mit dem Frankfurter Flughafen hat jeder seine persönlichen Momente erlebt. Petra Roth erinnert sich an ein besonderes Highlight. Sie stieg zur Einweihung von 60 Kilometern Gepäckförderband selbst in eine Gepäckbox. Also das ist wie Achterbahn fahren, ja, so kleine, ich weiß nicht, ob Sie die Wilde Maus kennen, als Fahrt, die ja so ganz klein sind und guckt so vorne drüber und Sie denken immer, Sie sind im Raum. Und wenn Sie in diese Kofferbehälter einsteigen, die sind ganz winzig, so für 2-3 Koffer und Sie passen da rein und dann fährt das mit einer großen Geschwindigkeit rauf, runter, weil ja die überall das rauswerfen müssen wieder. Das war ein sehr unterhaltendes Abenteuer. Was als Abenteuer vor 100 Jahren begann, ist heute ein kommerzieller Erfolg. Im vergangenen Jahr nutzten rund 60 Millionen Passagiere den Frankfurter Flughafen. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 1932 waren es ca. 15.000 Passagiere, die unser Tor zur Welt genutzt haben. Ja, wir machen jetzt einen ganz schnellen Abflug. Tschüss. Schönen Abend. Mehr Zeit ist nicht mehr.